Hallo zu einem neuen Video. Heute sehen wir uns gemeinsam an, wie du in wenigen Schritten Datensätze in SQL löschen kannst. Bevor wir starten, bitte diesen Kanal jetzt kostenlos abonnieren, damit ich noch mehr Videos anbieten kann, und bedanke mich sehr herzlich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Vielen Dank. Und jetzt starten wir los. Du willst deine SQL-Datenbank von überflüssigen Datensätzen befreien? Kein Problem. In diesem Video sehen wir uns an, wie du Datensätze in SQL gekonnt löschen und deine Datenbank auf Vordermann bringen kannst. Keine Angst, es ist gar nicht so schwer, wenn man weiß, wie es geht. Also packen wir es an und machen deine Datenbank wieder schlank und fit. Es gibt mehrere Varianten, wie du Datensätze löschen kannst. Wir beginnen mit dem ersten SQL-Befehl. Sehen wir uns dazu ein Beispiel an, und zwar habe ich hier die SQL-Datenbank und wähle mir eine gewünschte Datenbank, die ich löschen möchte. In diesem Fall möchte ich diese Transactions-Tabelle löschen. Zunächst sehen wir uns den Inhalt an und erkennen hier, dass diese aus mehreren Spalten und Einträge besteht. Nun gibt es in SQL den Befehl drop table. Wenn wir diesen SQL-Befehlsatz anwenden und entsprechend im Anschluss die Tabelle, welche gelöscht werden soll, angeben, dann wird bei Ausführung diese Tabelle entsprechend gelöscht und ist auch nicht mehr in SQL abfragbar. Das ist sozusagen die erste Variante, wie du Datensätze in SQL löschen kannst. Vorsicht, dieser Schritt ist endgültig, also stelle sicher, dass die richtige Tabelle ausgewählt wurde. Sehen wir uns nun eine zweite Methode an. Und zwar, wenn du deine SQL-Tabelle aufräumen oder den Inhalt löschen möchtest, dann kannst du dich mit dem Befehl delete from und im Anschluss die entsprechende Tabelle hinten angeben, und du kannst bei Ausführung nur die Datensätze löschen, die Tabelle bleibt jedoch bestehen. In diesem Fall möchten wir nicht die Transactions-Tabelle löschen, sondern zum Beispiel die Möbel-Tabelle. Ich führe das aus und erhalte als Antwort, dass 60 Datensätze gelöscht wurden. Und wenn ich nun diese Tabelle abfrage, dann kann ich diese abfragen, jedoch ist kein Dateninhalt mehr vorhanden. Man sieht, voilà, die Tabelle ist wieder sauber und leer. Aber Achtung, dieser Schritt ist ebenfalls endgültig, und stelle sicher, dass es auch hier um die korrekte Tabelle handelt. Nun gibt es auch noch eine weitere Methode, wie du den Dateninhalt einer Tabelle löschen kannst, und zwar indem du den Befehl truncate table anwendest. Dieser führt im Anschluss die Löschung sämtlicher Datensätze in der Tabelle Möbel durch. Nun ist die Frage, was gibt es nun für einen Unterschied zwischen dem Truncate Table und dem Delete From Befehl? Der Unterschied ist, dass ich beim Delete From auch noch eine Bedingung mit Where hinzugeben kann, dass ich nur eine bestimmte Kriterium an Datensätze lösche, wohingegen Truncate Table keine Einschränkung hinsichtlich der Datensätze vornimmt, sondern stets den gesamten Inhalt der Tabelle löscht. Dann gibt es auch noch eine Variante, wie du Datensätze löschen kannst, und zwar indem du beispielsweise hier auf die Tabelle Hardware mit einem rechten Maustastenklick gehst und dort auf Edit die ersten 200 Einträge, und ich kann dort einen bestimmten Datensatz selektieren und mit Entfernen diesen Datensatz löschen. Es wird auch noch ein Hinweis ausgegeben, dass diese Löschung dann endgültig ist. Wie ihr seht, gibt es hier vier Varianten,
wie du Datensätze in SQL löschen kannst. Ich habe dazu auch noch die Varianten in einer Dokumentation für dich zusammengefasst. Diese Dokumentation kannst du kostenlos unter diesem Video herunterladen und gerne nochmals für die Vorbereitung bzw. in deiner täglichen Arbeit unterstützen. Zu guter Letzt möchte ich auch noch die Frage an euch stellen, und zwar: Welche Rolle aus deiner Sicht das Löschen von Datensätzen in SQL bei der Verwaltung und Pflege von Datenbanken spielt? Welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Es würde mich sehr interessieren. Und ja, falls du Fragen zu diesem Thema hast, hinterlass mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen, dir zu antworten, und würde mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg!